Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 2013. Ach Mann, zur Zeit habe ich schon irgendwie das neue Projekt angefangen, was eigentlich der Anniversary-Teil werden sollte. Und jetzt habe ich in der Zwischenzeit schon Rise of the Tomb Raider angefangen. Was? Da kommt der was auf uns zu mit Run. Ja. Jetzt haben wir immer Meisterschützen aus. Ich nehme das Meisterschützinnen-Ausfit. Und ich würde sagen, wir gehen mit einer Insel mit zwei Bergen und einem Schienennetzverkehr. Na, weiter. Ich weiß nicht, ich war, glaube ich, das ganze Stück hier. Ich habe echt gar nicht. Ich glaube, ich war gesagt, dass wir jetzt. Zum Finale fahren. Zum Grande Finale. Okay, dann auf. Ja, ich glaube, wir nehmen das Gewehr. Los, Jonah. Lass uns aufbrechen. Wir können jederzeit ablegen. Geh an Bord, wenn du bereit bist. Dann brechen wir auf. Okay, und wir fliegen durchs Boot. Okay, dann los. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Messias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay. Okay. Los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Er schießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Okay. Dann auf. Oh, Entschuldigung. Dezenter Sturm hier. Oh, und wie ist sie nicht? Dann hopp, hoch und los. Los. Rüber hier. Okay. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr daran, wie ich kam jetzt eigentlich noch. Ich weiß es schon gar nicht mehr so wirklich. Sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden, von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin! Auf Japanische. Eure. Mein Bruder! Sam!
müssen darüber. Die Brücke ist zerstört, Whitman ist tot. Naja, man kann jetzt nicht sagen, dass er nicht das gekriegt hat, was er verdient hat. Aber trotzdem, so ein Ende ist nicht gerade unbedingt was Schönes. So, auch hier. Hallo? Mr. Anderson? Sind Sie hier? Wer ist dieser Anderson eigentlich, mit dem Sie die ganze Zeit reden? Ich weiß es nicht. Oh! Okay. Die Sturmwache. Oh. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Anscheinend schon. Okay. Unser Inspector Gadget voll. Unser Inspector Gadget. Okay. Leise. Vorsichtig. Okay, sie sind weg. Das ist nicht mehr verkehrt. Das glaubt das Feuer. Jetzt ist Feuer. Genau so. Also wieder mit der Steuerung langsam klarkommen. Das ist schon so lange jetzt her. So. Und durch hier. Hallo? Ach, Fackel. Die gute alte Fackel. Gibt's so was von Fackelmann? Ah, die Gigs. So. Entschuldigung, Level 2 dann war nicht so schlecht, oder? Sei still. Wow. Das ist ja aber der fette Mobs. Der rechts erinnert mich ein bisschen an Shizu. Oh, ich laufe mit einem Messer rum, jupp. Das ist kein Messer, Shizu, das ist ein Samurai-Schwert. Jupp, Messer. Ich bin das Messer. Ich bin der Saunders. Oh, Sie sind das Saunders. Das ist aber... Ich weiß es. Es kleidet schon wieder ab. Guck dir mal an, was hier so liegt. Bab-Aufsteller. Bab-Aufsteller. Okay. A little moment. Ah, ich trete auf mein Kabel. Nein, der Hund will rein. Ich lass ihn rein. Kommen Sie rein, Herr Hund. Herr Hund, kommen Sie herein. Oh, wie sieht der los, sprintet hier? Scheiß drauf. Irgendwie sieht es sehr falsch aus hier auf das Zaun. Oh. Nicht, dass ich da lang soll. Ich schätze mal, wir sollen hier oben lang. Okay. Gut, dass wir uns nicht mitkriegen. Hup, zippa. Harry Potter! Wer ist denn dieser Harry Potter? Ist das der Bruder von der Terrakotta-Armee? Naja, der Bruder von der Terrakotta-Armee ist das. Das ist sein Senior, du weißt schon, der Mappel-Junge. Ach, der macht schon Sinn, Manni. Danke für deine Worte. Na, kein Problem, ich bin da mal weg, ne? Oh. Okay, die haben uns gesehen. Das ist nicht so gut, wie es sein könnte. Okay. So. Okay. Ich lauf ja schon. Danke, Spiel, dass du vorwärts hältst, das ist gut. Und springen. Oh, und hier runter. Hui. Okay. Aua. Ah, das war mein Knie. Okay, ein Fähigkeitspunkt gewonnen. Ich wechsle mal auf den Inspektor. Weil die haben Rüstungen an, wenn wir hier irgendwelche treffen. Wäre es nie verkehrt, Inspektor zu haben. Ist der Rüstung? Bringt dem nämlich viel. Schuss! Nach so langer Zeit. Es ist eine übernatürliche Superlativoti. Lavoidiz. So. Lavoismus. Hallo. Na du? Da. Robbenschlachten. Nein, das ist ja Rattenschlachten. Ich bin im Rattenschlachtverein.
Blau-Rot Rattenschlacht SV. Ach, diese Rattenschlacht SV, was gibt denn da zu Weihnachten? Ja, nichts. Das ist Rattenschlacht SV. Rattenschlacht SV. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Hiniko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Ja. Sehr gut. Ich habe mal noch fix die Pistolen. Master gemacht und 9 von 10 Tagebüchern. Sehr gut. Ein Tagebuch kriegen wir und das werden wir bestimmt am letzten Lager kriegen. Okay, hier ist nichts weiter. Okay, auf das Ding. Oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, hier rauszugehen. Oh, hey. Yep. Verständlicherweise hatte ich ein schlechtes Gefühl. Retten Sie Sam vom Matthias. Okay. Dann werden wir das mal machen. Okay, Jonah, da kommen Sie. Geh ans Geschütz. Ab, hoch. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Wir müssen hier runterrutschen. Kommt schon, ihr Schweine! Achtung, rechte Seite! Schieß weiter! Munition. Halt sie zurück! Viel Munition. Oh, da gibt es noch Munition. Da liegt ja was. Ich hab da mal mit dem Molitor hingelegt, also das ist, ne? Ach. Na super, hey. Danke für den vielen Wind. Ah, Mann, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so viel Gegenwind zu rechnen habe, als ich angefangen habe, dieses Let's Play zu machen. Wow. Der Witz war so schlecht, da ist ein Dreck vom. Okay, oh. Ach. Ach. Ach du heilige Schmuttergottes, ey. Ach du heilige Düse, Düse. Okay, ihr Dreckkerl, zeigt mal, was ihr könnt. Ja, ich will den. Genau, den will ich. Aua! So, ich will jetzt gerade nicht auf. Okay, der ist tot. Oh! Tschüss! Lanz die gleich mal, ich lanz die gleich mal. Okay, weiter. Okay. Oh. Ernsthaft? Ist schon, dass ihr mir damit einen Weg gemacht habt, oder? Oder euch! Okay, die sind tot. Oh, nachladen. Okay. Das war wieder einer mehr. Machen wir die gleich mal hier. Hey, mit Dynamit spielt man doch nicht.
Wo sind die jetzt? Okay, und wieder einer tot. Da oben ist noch einer, der versteckt sich da. Und ich glaube, er ist tot. Ey! Ne, der scheint tot zu sein. Okay. Okay. Brauchen wir uns mal Munition mit. Und auch da. Okay. Hoch hier, hoch hier. Hallo. Ich schieß dir mal deinem Skrotum, okay? Auch hier. Oh. Ach, wir haben ja Bomben und Granaten auch noch. Oh. Weiter, okay. Okay. Ui, ich bin weg. Aber, ein großes Aber. Meine Damen und Herren, es ist ein großes Aber. Dieses Abo bezieht sich auf diese Folge und diese Folge meint damit kommentiert, favorisiert und teilt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play zu. Und ich sehe gerade, dass irgendwie viel zu kurz geworden ist, die Folge irgendwie. Hä? Wie ist das möglich? Oh. Okay, doch, ich bin doof. Entschuldigung, erst die Folge ein bisschen kürzer. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.